Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Dieses Video ist so ein bisschen ein Zusammenschnitt über die letzten 2-3 Wochen, was da so ein bisschen passiert ist. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Gerne einen Daumen nach oben und ab geht's. Ja, also prinzipiell muss man sagen, mit der Raps-Honigernte oder allgemein mit der Frühtracht, da gehört ja auch der Blütenhonig dazu, kann man diesem Jahr, glaube ich, ganz zufrieden sein. Also ich zumindest bin's. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Waldhonig und Edelkasteine kriegen, was wollen wir mehr? Jetzt schauen wir uns gerade mal hier den Raps an. Ich meine, der Raps hat, wie gesagt, noch ganz, ganz wenige Blüten. Ich zeige es euch einfach mal. Es sieht vom Ergebnis, glaube ich, ich bin jetzt nicht so Raps erfahren. Ich habe zwar mal Landwirt gelernt, aber Raps war jetzt nicht so meine Hauptkultur oder allgemein, aber ich finde, der sieht ganz passabel aus, ne? Und ich glaube, das hat für alle was gebracht. Man sagt ja prinzipiell, der Vorteil für den Landwirt beim Raps mit, also Bienenbeflug oder wenn Bienen da sind, ist eine gleichmäßigere Abreife und natürlich einen höheren Ertrag. Aber natürlich auch eine gleichmäßige Abreife, was das Ernten ja leichter macht. Und in dem Sinn profitieren einfach beide davon, ne? Wir freuen uns über den Rapshonig. Der Landwirt hat auch die Vorteile, das ist eine Symbiose. Und wenn es menschlich passt, ist das echt ein cooles System. Man muss einfach miteinander reden. Und dann profitiert der eine vom anderen. Und alle sind zufrieden, ne? Ich schwinge mich jetzt wieder in meinen schönen grünen Bus und fahre zum nächsten Bienenstand. Da habe ich ein paar Problemfälle. Da bin ich mit ein paar Völkern nicht zufrieden. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. Prinzipiell vielleicht noch zur Honigernte. Ich mache es nicht gern, wenn die Beuten nass sind, weil diese Feuchtigkeit im Holz, ja, ihr seht es, bei mir sind die nicht gestrichen und das ist ein Nachteil und ich glaube auch der einzige Nachteil aus meiner Sicht ist, dass wenn es natürlich viel regnet, das Holz ist pitschenass, nimmt die Feuchtigkeit auf. Innen ist natürlich trotzdem trocken, ne? Also die Bienen kriegen das relativ schnell wieder trocken, aber das Holz außen ist einfach nass und diese Feuchtigkeit nehme ich ja dann mit in meinen Honigraum und das will ich vermeiden und deshalb mache ich die Honigernte eigentlich ganz gern, wenn die Bienenbeuten trocken sind. Wenn man sie jetzt lackieren würde oder streichen würde, dann wäre dieser Nachteil, würden sie ja nicht so sich vollsaugen mit Wasser. Aber wie gesagt, ich habe es ja in vielen Videos schon gesagt, warum ich sie nicht streiche. Und dabei bleibe ich ja auch. Da muss man halt einen Tag warten, ne? Also die Welt geht deshalb nicht unter. Ja. Das soll es von diesem Bienenstand mal wieder zwischendurch gewesen sein. Vereinzelt fliegen sie, es ist ziemlich kalt. Das Auto, Baujahr 98, hat leider kein Thermometer, deshalb schätze ich mal so 15 Grad. Die Bienen fliegen aber ganz vereinzelt. Und die Gründüngung blüht schon hier vor mir, also hinter euch, vor mir. Also da kann man guten Gewissens die 1-2 Tage noch auswarten, bis alles trocken ist, bis die neue Honigschleuder da ist. Und dann kann man hier die Sache vollenden. Ja, sowas passiert natürlich immer, wenn man es braucht, am Feiertag. Aber da muss man sagen, da ist ja der Vorteil, dass wir mittlerweile ganz gut ausgerüstet sind mit Maschinen. Unter anderem habe ich mir jetzt im Herbst eben für solche Sachen eine Reifenmontiermaschine gekauft. Also wir können ihn kurz abziehen, neues Ventil einziehen und dann ist der Anhänger auch praktisch in einer halben Stunde wieder einsatzbereit, bevor wir jetzt hier irgendwo
Reifen montieren, irgendwo hinfahren, am nächsten Tag wieder abholen. Ne, da lohnt sich so eine gebrauchte Reifenmontiermaschine schon. Also ja, das ist einfach so ein bisschen auch von mir die Philosophie, ne, dass man gerade in solchen Zeiten, dass man eine gute Werkstatt hat, dass man eben solche Sachen schnell und einfach in Schuss halten kann. Vor allem auch, weil ich ja gerne gebrauchte Maschinen habe. Und das ist so ein bisschen halt auch meine Philosophie. Und macht mir ja auch meistens Spaß, wenn es nicht gerade kurz vorm Urlaub ist oder so. Und ja, wie gesagt, ich nehme den Reifen jetzt ab, Reifenmontiermaschine wieder drauf und dann ist die Karre gleich wieder einsatzbereit. Ja, so, knappe, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde später, Reifen ist wieder montiert, wir sind wieder einsatzbereit. Um was geht es heute eigentlich so prinzipiell? Klar, die Schafskälte, es hatten wir eine Woche kalt, eine Woche Regen. Und da muss man vor allem bei den jungen Völkern mal nach dem Futter schauen. Bei den Ablegern, bei den Begattungskästchen, bei sonst wo. Und das ist genau heute einfach so die Aufgabe, da ein bisschen rumfahren und bei Bedarf einfach ein bisschen füttern. Ja. Ja, so kann man auch einen Tag verbringen. Oder zumindest mal einen halben Tag. Reifen flicken, Jungvölker füttern, Begattungskästchen nachschauen, umlaufen und zack, schon ist der Vormittag vorbei. Und das, was man eigentlich machen wollte, oder was man auch noch hauptsächlich machen wollte, nicht Honig etikettieren, das machen wir dann halt mal wieder andersrum. Gut, jetzt gehe ich zum Mittagessen und wünsche euch noch viel Spaß. Ja, wenn man natürlich um die Jahreszeit an einem Wald vorbeikommt, wo man noch in der Nähe Bienen stehen hat als Imker, dann, uhlala, dann schaut man auch gleich mal nach Lausbefall. Ja, das werde ich jetzt mich hier mal ein bisschen ins Unterholz schlagen und ein bisschen schauen, wie die Läuse, die ja da waren, oder ja, die da waren, vor dem Regen, wie die jetzt so das kalte Wetter überstanden haben, ob sich da was verändert hat, ob sie noch da sind oder wie die Lage allgemein ist. Damit muss man sich ein bisschen beschäftigen und dann hilft es einem das schon weiter. Zusammen mit so einer Waage hat man dann eigentlich ganz gute Möglichkeiten, so eine Waldtracht auch erfolgreich zu nutzen und schön Waldhonig zu ernten. Bisschen Fleiß dabei. Aber es macht ja auch, wenn es jetzt nicht wie heute alles ein bisschen nass ist und deshalb mache ich ja auch die Kamera aus, weil wenn ich da wieder rauskomme, werde ich sicherlich von oben bis unten nass sein und das will ich der Kamera nicht antun. Deshalb mache ich mich allein ins Unterholz und schaue ein bisschen nach den Läusen und ihr sitzt hoffentlich im Warmen und schaut dieses Video. Also, fangen wir gleich mal hier an. Wieder auf der Alp, altbekannter Bienenstand aus diversen Videos davor. Wir haben es jetzt, ja, fast Ende Juni. Ich bin jetzt hier, um die Bienenfluchten einzulegen oder habe die Bienenfluchten eingelegt. Da das ja auch der letzte Bienenstand ist, der noch nicht auf meinen Paletten steht, habe ich die Chance genutzt und den gleich auf Paletten gestellt, sodass man den viel leichter wieder weiterfahren kann. Bei der Gelegenheit, wir hatten jetzt 1,5 Wochen oder fast 2 Wochen Regenwetter. Durch Zufall habe ich einen Schwarm gefunden. Bin natürlich jetzt ehrlich gesagt von der Ausrüstung, weil eben mein Auto voll war mit den Paletten, mit den Bienenfluchten und ich vor allem die Honigräume nachher auf dem Rückweg auch unterbringen muss, habe ich es im Prinzip leergeräumt. War dementsprechend nicht mehr ausgerüstet, dass ich meine obligatorische Bienenbeute dabei habe, falls ich einen Schwarm finde. Ja, jetzt machen wir das halt so. Wir nehmen einen Honigraum. Da habe ich jetzt den Schwarm einlaufen lassen. Wenn man das hier so sieht, oder er läuft gerade noch ein. Ich zeige euch da hier noch ein paar Bilder im Anschluss gleich. Und ja, ich hoffe, das ist der letzte Schwarm war in diesem Jahr. Ich denke, der ist von mir auch
weggeflogen. Ich habe da ein Bienenvolk beim Bienenflucht-Einlegen schon sehr stark im Verdacht gehabt. Und wie gesagt, habe ihn jetzt durch Zufall noch gefunden. Auch schön, ne? Dann bleibt er in der Familie. Gut, ja, das bleibt soweit noch zu sagen. Wir warten noch ein bisschen drauf, was passiert mit dem Wald. Gibt es dieses Jahr noch Waldhonig oder nicht? Und ansonsten, ne, sie tragen gut ein. Also sie fliegen schön. Ich habe zu wenig leere Honigräume dabei. Ja, etwas verschätzt. Muss man halt mal wiederkommen und den Fehler beheben. Was man, wie sagt man, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. In dem Fall fahre ich halt dann mit dem Auto. Aber gut, so ist es, lieber so rum als andersrum. Ja, und jetzt zeige ich euch ein paar Bilder noch, wie der Schwarm einläuft. Noch ein paar Zusammenschnitte von den letzten 2-3 Wochen und wünsche euch einfach viel Spaß beim Video. Ja, jetzt bin ich hier mitten im Wald auf der Suche nach Läusen. Ich habe leider nur 2 Hände, aber man findet schon das ein oder andere. Also ich bin da nach wie vor eigentlich ganz zuversichtlich, dass das nach dem Regen hier was werden kann. Lindenbäume gibt es auch, die kurz vor der Blüte stehen. Ja, da kann man doch frohen Mutes sein. Ne? Da wollen wir doch mal einfach noch ein paar Tage abwarten, Tee trinken und schauen, was kommt. Und wenn nichts kommt, dann machen wir uns einfach einen neuen Plan und überlegen, was wir machen. Ja, gut, das soll es von dem Video jetzt, glaube ich, auch mal wieder gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, sonstiges, Tipps und Tricks, schreibt es unten rein in die Kommentare. Und ja, dann, wie gesagt, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns und ja, bis demnächst. Also, dann bis demnächst, ne?